Hallo, heute möchte ich dir vorstellen den Unterschied zwischen Kokosnussöl und Palmöl. Ja? Beide Öle sind aus den Tropen und beide Öle haben ihre wunderbaren Vorteile. Sie ergänzen sich perfekt. Beide Öle haben einen hohen Siede- oder einen hohen Rauchpunkt, das heißt, beide Öle können sehr gut, ohne dass sie dabei kaputt gehen oder an Qualität verlieren, in der heißen Küche verwendet werden. Natürlich nicht dauerhaft heiß über Stunden braten und frittieren, aber wenn du etwas kurz braten möchtest, wie zum Beispiel ein Steak oder Beef, also Hackfleisch, dann sind diese Öle ganz wunderbar geeignet. Oder auch einfach Gemüse in der Pfanne sieden oder blanchieren. Kokosöl besteht aus 80% gesättigten Fettsäuren und ungefähr aus 20% mittelkettigen Fettsäuren. Es hat einen hohen Anteil an Laurinfettsäuren und diese Fettsäuren sind sehr gut für unsere Gesundheit. Sie wirken antiviral und antibakteriell und gegen Pilze im Darm und im Körper. Und natürlich ist das Kokosöl auch sehr schön für die Körperpflege, für die Hautpflege, für die Zahngesundheit, also alles Mögliche, Haarpflege. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, aber das ist ja ein Klassiker. Jetzt kommen wir zum Palmöl. Das Palmöl ist also wirklich eine Neuheit für mich. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich möchte dir mal die Farbe zeigen. Also das ist das Palmöl. Es hat ein tiefes Rot-Orange. Ist da wunderbar. Diese Farbe kommt von dem hohen Gehalt an Beta- und Alpha-Carotinen. Das sind zwei Bestandteile, zwei Vorstufen des Vitamin A. Und davon hat dieses Palmöl ganz besonders viel. Aber noch mehr hat es den Vorteil, dass es auch einen sehr, sehr hohen Gehalt an Vitamin E hat. Palmöl ist natürlich nur akzeptabel aus biologischem Anbau und aus ökofreundlichem Anbau. Es resorbiert mehr Herbizide und Pestizide als Kokosöl und andere Öle, deswegen unbedingt darauf achten, dass man biologischen Anbau bevorzugt. Denn ansonsten ist Palmöl ziemlich schädlich. Palmöl enthält mindestens 45% Palminsäure. Und das ist auch eine gesättigte Fettsäure, die für uns als Energie zur Verfügung steht, wenn wir ketogene Ernährung pflegen. Es enthält, wie gesagt, sehr viel Vitamin E und da kommt dieses Öl ins Spiel, denn wir fast alle haben von uns einen Vitamin A und meist auch einen Vitamin E-Mangel. Und so ist dieses Öl ganz besonders wertvoll in unserer gesunden ketogenen Ernährung, denn es ist antikarzinogen und es ist nervenschützend und es ist auch gut für das Haarwachstum und natürlich auch für die Gesundheit der Adern, der Blutgefäße und viele andere Dinge noch. Vitamin E, das kann man überall nachlesen, hat also sehr, sehr viele positive Eigenschaften für unsere Gesundheit. Und deshalb möchte ich dir empfehlen, probier doch mal dieses Öl in deiner Küche zu integrieren und sag mir, wie es bei dir ankommt.